So, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Interesse. Schön, Sie zu sehen, auch nach unserer guten konstruktiven Sitzung. Heute Clubobleute Besprechung die zweite. Wir haben uns vor geraumer Zeit erstmals getroffen und sind das Prozedere durchgegangen. Es hat ein paar konstruktive, gute Vorschläge bei unserem letzten Treffen gegeben, wo es vor allem in die Richtung gegangen ist, vor allem die Verankerung der Mitsprachemöglichkeit bei konkreten Grundrechtseingriffen, die verbunden sein können mit Gesundheitsschutz, zu verankern im Hauptausschuss. Dementsprechend haben wir nach tausenden Stellungnahmen, die ja eingelangt sind, nach dieser ersten wieder durchgeführten Begutachtung, haben wir diese Stellungnahmen sehr umfassend bearbeitet und haben deshalb auf dieser Basis in einigen Bereichen den Entwurf für dieses Covid-Maßnahmengesetz deutlich verändert und abgeändert und diese Stellungnahmen berücksichtigt. Das ist vor allem im Bereich der Wirkungsbereiche der konkreten Maßnahmen, die nach diesem Covid-Maßnahmengesetz kommen können und ergriffen werden können und neu dem Festschreiben ganz klare Indikatoren, wie diese Risikobewertung durchzuführen ist, nämlich eine breite qualitative Risikobewertung, wie sie eben jetzt durch die Corona-Ampelkommission verankert ist und bereits realisiert ist. Wir haben die Corona-Kommission verankert in diesem Gesetz. Wir haben aber auch verankert, dass jede Verordnung, die von mir nach diesem Gesetz erteilt wird und erlassen wird, dass jede dieser Verordnungen der Corona-Kommission vorgelegt werden muss und von dieser begutachtet wird. Das heißt, wir haben eine sehr evidenzbasierte Vorgangsweise grundsätzlich garantiert und verankert. Wir haben in § 5 auch die Ausgangsregelungen sehr präzis dargestellt und verankert. Es ist also nicht mehr nur eine Verordnungsermächtigung für den Gesundheitsminister, sondern es sind bereits Kriterien verankert und von daher denke ich auch ein großer, wesentlicher Fortschritt. Und wir haben in § 7 erstmals die Zuständigkeit der Bundesländer verankert, dann, wenn der Bund Maßnahmen gesetzt hat, dass sie abändern können, wenn sie betroffen sind, zum Beispiel als risikoerhöhte Region etwa, dass sie abändern können und Maßnahmen verstärken, erweitern oder zusätzliche neue Maßnahmen für diesen von einer erhöhten Risikosituation betroffenen Bezirk, Stadt oder dem gesamten Bundesland. Das ist ebenfalls eine Erweiterung und Erneuerung. Wir brauchen das auch für die Umsetzung der Empfehlungen der Corona-Ampelkommission und von daher hoffe ich auch wegen diesem Punkt, dass wir sehr schnell und zeitnah zu einer Lösung kommen. Umfassend aufgenommen wurde in § 11 auch diese Mitsprachenotwendigkeit, die Befassungsnotwendigkeit für den Hauptausschuss in den zentralen Bereichen, die grundrechtsrelevant, besonders grundrechtsrelevant sind. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu, den wir entfernt haben aus der entsprechenden Verordnung, aus dem entsprechenden Gesetzesentwurf, weil es doch deutliche Kritik an der Handhabbarkeit und am Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Effizienz gegeben hat, nämlich das verpflichtende Einholen und Aufbewahren von Gästenamen. Das wird bereits derzeit in vielen Bereichen von Veranstaltungen, Kinos zum Beispiel, Konzerten praktiziert. Überall dort, wo ich ein Ticketreservierungssystem habe, ist es relativ einfach umsetzbar und wird freiwillig weitestgehend realisiert. Wir haben die Verpflichtung aus dem Gesetz rausgenommen, weil es im übrigen Bereich, nämlich im Bereich der Gastronomie, sehr, sehr schwer und schwierig umsetzbar gewesen wäre. Auch das war eine Forderung in der Begutachtung, nicht nur aus der Branche, sondern auch von einzelnen Fraktionen. Auf Basis dieses Entwurfs haben wir heute das Gespräch geführt. Mir ist völlig klar, dass das in der kurzen Zeit seit dem Vorliegen nicht möglich ist, dass man das im Detail jetzt alles verifiziert und bewertet. Deswegen bin ich froh darüber, dass wir heute ein gutes, konstruktives, gemeinsames Gespräch geführt haben. Wir werden heute diesen Entwurf als Antrag, der wird eingebracht und dann wäre das Ziel, dass es eine rasche
Ausschussbeschlussfassung für ein kurzes zusätzliches zweites Begutachtungsverfahren gibt, damit wir noch einmal die Möglichkeit geben, innerhalb einiger Tage das zu verifizieren. Dazu brauchen wir einen Gesundheitsausschuss und ich hoffe sehr, dass der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses diesen auch zeitnah einberuft, damit dieses Prozedere machbar ist. Wir stehen als Ministerium jederzeit zur Verfügung, diesen Prozess mitzutragen, mitzu unterstützen, aber es ist natürlich eine Entscheidung des Nationalrats, wie hier vorgegangen wird. War heute sehr vernünftig, sehr konstruktiv. Ich bedanke mich dafür. Danke vielmals. Ja, ich möchte mich für das Bitte, ja, gerne. Ich möchte mich auch bedanken für das äußerst konstruktive Gespräch. Sie sehen ja, wir sind fast alle Fraktionen vertreten. Gewünscht hätten wir uns, dass es heute einen Gesundheitsausschuss gibt, um eine Begutachtung zu beschließen, die bis kommenden Freitag gedauert hätte und es uns ermöglicht hätte, am 21. September dann einen weiteren Gesundheitsausschuss zu machen. Im Moment sieht es leider nicht danach aus, aber ich schließe mich der Hoffnung des Bundesministers an, dass es doch noch zu einem Gesundheitsausschuss kommt, denn aufgrund der epidemiologischen Situation glaube ich, dass es dringend notwendig ist, konstruktiv und rasch zu entscheiden. Das ist mein Appell an alle, die damit befasst sind. Ich hoffe, dass wir das doch noch zustande bringen. Dankeschön. Ja, um das vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt eine Vereinbarung aus der Präsidiale, dass wir folgenden Ablauf machen, nämlich jetzt Sondersitzung, wir bringen den Initiativantrag ein. Es gibt anschließend an die Sondersitzung eine ganz kurze Sitzung des Gesundheitsausschusses, die nur dazu dient, die Ausschussbegutachtung zu beschließen. Dann läuft die Ausschussbegutachtung bis Freitag und am nächsten Montag hätte ein weiterer Gesundheitsausschuss folgen sollen, damit wir dann am Mittwoch beschließen können. Es ist so, dass der Ausschussvorsitz für den Gesundheitsausschuss bei der FPÖ, bei der Freiheitlichen Partei, liegt und die Freiheitlichen sich weigern, diesen Ausschuss einzuladen und dementsprechend ist jetzt diese Einigung, die wir getroffen haben, gefährdet. Ich bin darüber schon einigermaßen entrüstet, muss ich sagen. Das hat es in der Geschichte des Parlaments noch nie gegeben, dass ein Ausschussvorsitzender aus inhaltlichen Gründen einen Ausschuss blockiert und dessen Stattfindung quasi verhindert. Wir müssen jetzt gleich weg, es wird gleich die Sitzung aufgerufen im Parlament und wir werden eine Stehpräsidiale abhalten und hier nochmal den Druck erhöhen auf die Freiheitliche Partei, diesen Ausschuss tatsächlich stattfinden zu lassen, damit wir dieses geplante Prozedere der Ausschussbegutachtung tatsächlich durchführen können. Ich glaube, das wäre angesichts der gesundheitlichen Lage dringend notwendig. Vielen Dank. Ja, wir haben den Entwurf für das neue Gesetz um 23 und 39 erhalten. Sie werden verstehen, dass daher eine detaillierte inhaltliche Einlassung jetzt nicht möglich ist. Für meine Fraktion ist immer wichtig, dass Eingriffe in persönliche Rechte, in Grund- und Freiheitsrechte auf ein Minimum reduziert werden und, falls sie stattfinden, entsprechend gerechtfertigt sind und entsprechend fachlich fundiert sind. Wir werden genau überprüfen, inwieweit hier unseren Vorschlägen in der Begutachtung nachgekommen ist und machen davon unsere Zustimmung abhängig. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, egal wie das jetzt zustande kommt, ich glaube, dass wir eine pragmatische Lösung brauchen und für uns war von Anfang an klar, es kann bei derartig umfassenden Eingriffen in persönliche Grund- und Freiheitsrechte, da brauchen wir eine umfassende Begutachtung. Das ist für uns klar gewesen, es hat tausende Stellungnahmen gegeben, die das Parlament bekommen hat. Es ist jetzt leider sehr wenig Zeit, nur um das auch noch zu begutachten. Was für uns aber ganz wichtig ist, egal ob das Parlament jetzt durchführen wird oder hier das Gesundheitsministerium, wir brauchen wirklich eine kritische Analyse noch, dass es keine Fehler gibt in diesem wichtigen Gesetz. Wir haben den Sommer über immer Bereitschaft gehabt, auch den Gesundheitsausschuss permanent tagen zu lassen. Wir sind 24 Stunden am Tag auch bereit, sozusagen zu verhandeln, Lösungen zu finden, sozusagen von früh bis spät. Wichtig ist für uns vor allem, dass die Bevölkerung jetzt noch die Gelegenheit hat, in Form einer Ausschussbegutachtung, einer umfassenden Begutachtung des Ministeriums, hier auch kritische Stellungnahmen noch einmal sozusagen abgeben zu können. Ist umfassend mehr als 4 Tage, oder werden Sie ein gutes Tag haben? Also,
der erste Punkt ist sozusagen, wir wollen jedenfalls eine Begutachtung haben und je länger, desto besser. Das ist der zentrale Punkt, das wird nochmal diskutiert werden, das ist der zentralste Punkt. Da kann man nicht sozusagen einfach das durchpeitschen jetzt in kurzer Zeit und in sozusagen im parlamentarischen Hinterzimmer Lösungen finden. Das ist wichtig, dass das nochmal breit diskutiert wird. Die Kritikpunkte werden wir dann miteinander aufnehmen. Gerhard Loacker und auch der Herr Bundesminister haben es gerade gesagt, es gibt noch einige Punkte, die wir diskutieren müssen. Das heißt, die inhaltliche Beurteilung werden, glaube ich, alle Parteien dann im Anschluss auch auf Basis der Stellungnahmen, die ja von der Zivilgesellschaft hoffentlich eintreffen werden, dann diese inhaltliche Beurteilung auch durchführen. Nochmal meine Frage, sind 4 Tage ein Durchpeitschen und würden Sie die Möglichkeit, die Sie gemeinsam mit dem Freiwilligen im Bundesrat haben, zur Not auch heranziehen, um das Ganze zu verzögern? Also 4 Tage sind das absolute Minimum, je länger, desto besser. Bundesrat? Was machen Sie im Bundesrat? Sie könnten ja im Bundesrat durch ein Verzögern eine Beschlussfassung relativ lang auf... Das ist der Punkt, jetzt arbeiten wir wirklich an Lösungen, wenn sozusagen das Gesetz sauber erledigt wurde, wenn sozusagen es keine Schwachstellen gibt, wenn es wenig Kritikpunkte gibt, das wird ja alles dann die Grundlage zur Beurteilung sein. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir so schnell wie möglich jetzt das Gesetz begutachten lassen. Sie haben auch gesagt, dass Sie das im Bundesrat machen werden, dann hängt Sie dann schon an der SPÖ, ob Sie da... Aber das ist die Frage der inhaltlichen Beurteilung. Der erste Schritt sozusagen ist für mich ein sauberes Verfahren, dass die Zivilgesellschaft die Chance hat, auch Kritikpunkte aufzunehmen. So, und dann werden wir schauen, sozusagen, wie viele Kritikpunkte gibt es, gibt es noch Anregungen. Ich glaube, unser gemeinsames Ziel muss ja sein, dass das Gesetz so gut wie möglich auch verabschiedet wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man jetzt noch einmal, ich meine, es hat tausende Stellungnahmen gegeben und es würde mich sehr wundern, wenn es jetzt nicht weitere Stellungnahmen gibt. Das ist die Aufgabe von uns, ein transparentes, sauberes Verfahren auch sozusagen einzuleiten. Das wird heute hoffentlich garantiert werden. Einerseits entweder das Parlament oder durch eine Begutachtung direkt durch das Gesundheitsministerium. Es gibt 2 Möglichkeiten. Hauptsache, es wird begutachtet. Wie stehen jetzt die Chancen, dass man den Zeitplan einhalten kann? Also jetzt an alle drei vielleicht die Einschätzung kurz. Naja, das, wenn Sie eine Begutachtung haben wollen, eine Ausschussbegutachtung, dann brauchen Sie einen Ausschuss. Und es ist die Frage, ob der zusammentritt, wenn der Ausschussvorsitzende ein Zusammentreten verhindern möchte. Und die Alternativen sind vom Prozedere her aufwendiger und dann würde der Zeitplan wohl nicht einzuhalten sein. Ich versuche da auch zu antworten, obwohl es nicht mein Geschäft ist in Wirklichkeit. Aber natürlich habe ich ein spezifisches Interesse daran, dass wir im Zeitplan bleiben, damit wir zeitnah diese notwendigen weiteren Schritte der Handlungsmöglichkeiten nach der Corona-Ampel gerade in Zeiten einer sich doch wieder zuspitzenden pandemischen Situation abklären können. Im Übrigen, der Abgang der Kollegen und Kolleginnen ist kein Akt der Unhöflichkeit Ihnen gegenüber, sondern Sie haben den entsprechenden Termin im Nationalrat mit 12 Uhr und sind von daher ein bisschen unter Zeitdruck. Mein Eindruck nach diesem Gespräch ist, dass diese 4 Fraktionen größtes Interesse daran haben, dass wir konstruktiv, zeitnah zu einer Lösung kommen, unter der Grundvoraussetzung, dass es eine überschaubare, was den Zeithorizont betrifft, aber gute Stellungnahme und Begutachtungsmöglichkeit zusätzlich gibt. Das ist auch mein Interesse, ich will das auch haben. Das heißt, wir sind uns da absolut einig, grundsätzlich 4 von 5 Fraktionen. Und ich werde heute noch einmal auf den Ausschussvorsitzenden zugehen, denn es kann ja nicht sein, dass man erstmals in der parlamentarischen Geschichte, habe ich gehört, hier eine Blockade durch Nicht-Einberufung eines Ausschusses versucht. Ich glaube, das wäre insgesamt in Zeiten wie diesen, wo wir wirklich einen Handlungsdruck haben, nicht klug. Ich habe größtes Interesse, dass wir an Verbesserungsoptionen weiter diskutieren, das auch weitermachen. Im jetzigen Entwurf ist sehr, sehr vieles von dem eingebaut, was im Stellungnahmeverfahren eingefordert und eingebracht wurde. Das ist zentral, das ist wichtig, denke ich. Und es ist insgesamt die Frage der Transparenz, die Frage der Kontrolle, die Frage der Klarheit, was kann ein Gesundheitsminister und an welche Vorgaben hat er sich zu richten, drastisch verändert im Vergleich zum bestehenden bisherigen Covid-Maßnahmengesetz. Das heißt, die Entwicklung ist wirklich in eine gute Richtung gegangen und formal es jetzt zu blockieren, das wäre wirklich außerordentlich schade und auch bedenklich aus meiner Sicht. Jetzt noch eine andere Frage an Sie, Herr Minister. Heute tagt ja ab 17 Uhr die Ampelkommission auch. Wird es dann eine neue Schaltung danach geben oder was ist denn da der Plan?
Das entscheidet die Ampelkommission. Die Ampelkommission, da bin ich ja nicht Mitglied, die Ampelkommission hat nach meinem Informationsstand das vorrangige Ziel, dass diese Frage der Abgrenzung zwischen großstädtischem Bereich und einem nächsten Bundesland oder anderen Bezirken, dass das geklärt wird. Ich habe es gestern in der Pressestunde schon ein bisschen ankündigen dürfen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit hin in Richtung größerer städtischer Einzugsbereiche geht, weil das natürlich für Städte wie Graz, Linz, Innsbruck oder ganz stark für Wien eine relevante Frage ist. Du kannst kaum hergehen und seriös eine Abgrenzung durch die Wiener Stadtgrenze hin in Richtung eines niederösterreichischen Bezirkes durchführen, weil die Siedlungsstruktur ja sich nicht schnittweise sozusagen verändert. Von daher ist das ein gutes raumordnungsspezifisches Vorgehen. Ob und wie fern sich das zweite Prozedere des Diskurses in der Ampelkommission, nämlich natürlich auch die entsprechende Risikosituation aktuell wieder zu bewerten, sich in Richtung einer Neuschaltung und oder Empfehlungen auswirkt, das kann ich jetzt nicht sagen. Klar ist, dass sich die Kommission intensiv bei jeder Sitzung mit der Frage der aktuellen Risikobewertung auseinandersetzt. Aus Ihrer Sicht, ich weiß, die Frage kommt jetzt wahrscheinlich öfter, aber stehen irgendwo schon die Signale auf Orange? Bitte? Stehen die Signale schon irgendwo auf Orange, gerade in den größeren Städten? Also das wäre ganz schlecht, wenn ich auf Zuruf vor der Sitzung der Kommission sagen würde, dass irgendwelche Ampelfarben im Raum stehen. Wir haben in den letzten Tagen durchaus eine aus meiner persönlichen Sicht besorgniserregende Veränderung bei den Infektionszahlen nach oben gesehen. Diese Zahlen sind zu diesem Zeitpunkt zu hoch, deutlich zu hoch. Es ist zwar so, dass wir gestern und heute wieder eine deutliche Reduktion haben. Heute sind wir etwa bei 300 und ich habe jetzt die genaue Zahl nicht da, 360 glaube ich, circa oder 380. Das heißt noch einmal ein Rückgang im Vergleich zu gestern, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Samstag, wo wir ja bei 840 circa gewesen sind. Das ist besser. Andererseits darf man das nicht falsch interpretieren, denn wir hatten immer am Wochenende etwas weniger Testungen, die durchgeführt werden. Das waren deutlich weniger als etwa am Freitag, die dann am Samstag in die Statistik eingerechnet werden. Und auch so sind diese sinkenden Zahlen in den letzten zwei Tagen zu erklären. Das ist alles andere als jetzt eine Situation, wo man keine Sorge mehr haben sollte. Die müssen wir weiter haben. Die hohe Qualität der Ampelkommission ist allerdings, dass wir diese neue Risikobewertung durchführen und die fokussiert sich nicht mehr alleine auf einen Teil der Wahrheit. Infektionszahlen sind ein Teil der Wahrheit, ein wichtiger Teil, aber man muss das auch dadurch in eine Gesamtbewertung geben, indem man sich andere Indikatoren ansieht, die jetzt dann ja auch im Gesetz auch abgebildet werden, nämlich die Frage der Testzahlen, die Zahl der Positivanteil an den durchgeführten Tests und für mich eigentlich der entscheidendste Bereich, die Clusteranalysen. Weiß ich, solange ich weiß, von wo kommen die entsprechenden Infektionszahlen her, wo ist der Ausbreitungsherd, kann ich eingreifen und ist die Situation deutlich weniger riskant, wie wenn ich das nicht mehr feststellen kann, weil sich damit unsere Containment-Strategie dann nicht mehr durchsetzen lassen würde in Situationen, wo wir die Ausgangspunkte der Infektionen nicht sehen. All das fließt auch heute in die Risikobewertung der Corona-Kommission ein. Und ich habe jetzt mit vielen Kollegen in anderen Ländern gesprochen, anderen Gesundheitsministerinnen und Ministern, die hoch interessiert sind an dieser neuen Risikokultur, die wir hier in Österreich entwickeln. Ich habe auch gestern etwa deutschen Medien entnommen, dass es schon etliche Virologen auch in Deutschland gibt, die dasselbe für Deutschland auch einfordern. Also nicht mehr nur auf die Infektionszahlen sich zu konzentrieren, sondern eine breite Qualitätsbewertung des Risikostandards für politische Entscheidungsgrundlagen zu realisieren. Ich entschuldige mich dafür, dass ich geschwätzt habe, aber ich bin kein Experte für parlamentarische Geschäftsordnung. Da habe ich die Parlamentarier gefragt und die sagen mir, ja, die FPÖ kann das mit dem Gesundheitsausschuss blockieren als Vorsitzender, aber Sie als Minister könnten, weil Sie über weite Strecken eigentlich fast ein neues Gesetz ist, das Ganze auch in Begutachtung schicken.
Darum meine Frage an Sie, könnten Sie das und zweitens, würden Sie es machen, wenn es weiterhin eine Blockade durch den Ausschuss gibt? Ich habe bereits den Kollegen und Kolleginnen drinnen in der Sitzung gesagt, ich stehe für alles bereit, was der Nationalrat vorschlägt. In dem Zusammenhang sollte der Nationalrat eine Bewertung, eine Begutachtung, eine kurze durch das Haus vorschlagen, werden wir auch dafür zur Verfügung stehen. Wir müssen uns allerdings ansehen, wie das formal als Vorspiel umsetzbar ist. Normalerweise höre ich als nicht mehr Parlamentarier seit einiger Zeit, braucht es eine Regierungsvorlage, um das tun zu können. Aber dazu gibt es heute die Stehpräsidiale, wie Klubobfrau Maurer angekündigt hat, um das abzustimmen. Ich persönlich bin allerdings nicht bereit, mich damit einfach abzufinden, dass ein Ausschussvorsitzender sagt, aus inhaltlichen Gründen, weil ich Corona nicht so wichtig finde oder aus welchen Gründen auch immer, bin ich nicht bereit, eine Ausschusssitzung einzuberufen. Das kann es ja tatsächlich nicht sein. Ich werde heute mit ihm das Gespräch auch führen am Nachmittag, werde auf ihn zugehen. Und mein dringender Appell ist, dass wir dem gerecht werden, was an Sorge in der Bevölkerung da ist und das in der Politik tun, was notwendig ist. Politik kann und darf sich ja nicht vorrangig mit sich selbst beschäftigen, sondern ist zur Problemlösung da. Herr Minister, was muss ich denn sagen, dass die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen in die Ampel hat? Aktuell herrscht eine Diskrepanz zwischen der mehrheitlich-grünen Ampelschaltung und der jetzt doch verschärften Maßnahmen? Naja, natürlich ist die Ampel ein Projekt, das nicht statisch ist, das nicht mit dem ersten Tag zu 100% fertig war, sondern wo es auch weitere Optimierungsschritte gibt, Punkt 1. Zweitens werden wir die Information einfach weiter verstärken über die Ampel, auch über die Entstehung, weil natürlich ist das, was wir machen mit dieser breiten qualitativen Risikobewertung, komplexer, komplizierter wie eine einfache Infektionszahl, die ist einfacher, leichter zu transportieren. Da kann ich sagen, okay, gestern hast du die Zahl gehabt, heute hast du die, schaut es euch an, so ist die Entwicklung. Bei diesem Geschehen einer Risikoanalyse auf breiteste qualitative Ebene ist das komplexer und von daher dauert das auch bei der Kommunikation länger, bis das es auch breit in der Bevölkerung nachvollziehbar ist. Denn nicht jeder setzt sich so wie wir hier jeden Tag mit dem Infektions- und dem virologischen Geschehen in dieser Republik auseinander und kann das ja auch gar nicht, weil vielfach das sehr schwer ist, dass man die Zeit dafür aufwendet und entsprechend mehr. Und das Dritte ist, wir wollen auch bei unseren Gesprächen, die wir als Bundesregierung jetzt mit unterschiedlichen Bereichen haben, wir werden etwa das Gespräch mit Religionsgemeinschaften suchen in nächster Zeit, wir werden selbstverständlich das Gespräch sehr zeitnah auch mit den Landeshauptleuten suchen. Wir haben gestern, Sie wissen es, die Gesprächsrunde mit den Sozialpartnern gehabt, im Übrigen hervorragend, auch was die Ampel betrifft, auch was das nächste Prozedere betrifft. Und da werden wir versuchen, das wieder herzustellen, was wir in der Vergangenheit gehabt haben im Frühling, nämlich einen Grundkonsens über die Maßnahmen, die wichtig sind und die richtig sind. Und je gemeinsamer das auch kommuniziert wird, desto nachvollziehbarer ist es für den Einzelnen dann aus meiner persönlichen Sicht. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht Kritik üben kann, selbstverständlich. Aber über die Grundregeln, über das Grundziel, das sollten wir wieder stärker außer Streit stellen, denke ich. Dann wird es für den Einzelnen auch einfacher. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mein Eindruck ist, wir haben jetzt seit heute 0 Uhr Mund-Nasen-Schutzverpflichtungen in weiten Bereichen. Ich war in der Früh kurz einkaufen. Ich bin mit der U-Bahn kurz unterwegs gewesen, war beim U-Bahn-Bahnhof. Mein Eindruck ist, die Bewohner und Bewohnerinnen setzen das ganz hervorragend um. Also großes Danke und großes Kompliment. Da hat sich sehr, sehr viel verändert in den letzten Tagen. Das schaut aus meiner Sicht sehr gut aus. Und noch ein Satz dazu. Der Mund-Nasen-Schutz ist ja nicht nur ein virologischer Schutz, es ist auch ein Sensibilisierungsinstrument. Und viele Kollegen aus anderen Ländern haben mir gesagt, wenn sie nach Österreich kommen, dass sie doch ein bisschen überrascht waren, dass das Risikobewusstsein in Österreich etwas reduzierter von Teilen der Bevölkerung ist, von überschaubaren Teilen, die meisten machen es eh großartig. Und das müssen wir wieder hinbringen, dass wir gemeinsam das Bewusstsein haben, jetzt wird es wieder ernst, jetzt sitzen wir wieder in einem Boot, jetzt übernehmen wir wieder Verantwortung und zwar alle konstruktiv miteinander füreinander. Wenn keine Fragen mehr sind, herzlichen Dank und bis zum nächsten Besuch in diesem schönen Haus.